Das sind die schnellsten Fußballer der Welt. Wir starten mit einem Typ, der so schnell ist, dass Verteidiger ihn niederreißen müssen, um ihn zu stoppen. Adama Traoré ist im Fußball für zwei Dinge bekannt. Tempo und Kraft. Und wenn er in Fahrt kommt, ist er praktisch nicht zu stoppen. Es sei denn, du bist einer dieser Verteidiger. Um das ständige Umarmen zu beenden, reibt Traoré Babyöl auf seine Arme, damit ihn die Verteidiger nicht packen können. Ein wirklich glitschiger Typ. Aber selbst eine gut geölte Maschine wie Traoré reicht nur für Platz 12. Was ist mit einem Typen, der so schnell ist, dass er gezwungen war, das Geheimnis hinter seinem atemberaubenden Tempo zu verraten? Chelsea hat alles versucht, um ein Tor gegen Dortmund zu erzielen. Aber nach einer gut verteidigten Ecke passierte das. Verdammt! Dieser Typ ist schnell. Er lief am Verteidiger mit einer Höchstgeschwindigkeit von 36,5 km/h vorbei. Übersprang den Torwart, als wäre er nicht da und machte einen Rückwärtssalto, nur um es zu zeigen. Der Kerl war so schnell, dass der Reporter ihn nach seinem Geheimnis fragen musste. Tell me what you eat, because I want to be as fast as you. I eat a lot of African food, but I have good genetics for my dad, so I think it's a little bit difficult for you to get fast. Yeah, I know I have some trouble. What's the African food called, so I can look it up? It's called fufu. What's it called? Fufu. Fufu? Yes. From where is that? Nigeria. Yes. Okay, I'll look up some fufu to start eating. It's also very good. Kein Wunder, dass er so schnell ist. Vielleicht sollte ich auch mal Fufu probieren. Aber selbst mit einem nigerianischen Geheimnis ist Adeyemi nichts im Vergleich zu einem Spieler, der so schnell ist, dass er die Zukunft voraussah. Seit seinem Durchbruchsjahr als Wingback bei Inter Mailand hat Achraf Hakimi sich einen Ruf als Spieler erarbeitet, der mit verheerendem Tempo die rechte Flanke auf und ab rennt. Aber vielleicht seine beeindruckendste Geschwindigkeit zeigte er, als das Gerücht aufkam, dass seine Ex-Frau keinen Anteil an seinen Vermögenswerten in ihrem Scheidungsfall erhielt. Hakimi hatte bereits früh mitgedacht, indem er alles auf den Namen seiner Mutter sparte. Aber selbst solch schnelles Denken ist nichts im Vergleich zu dem Typen, der der schnellste Spieler der UEFA Champions League Saison 2022-2023 war. Ousmane Dembélé ist einer der talentiertesten Spieler der Welt. So sehr, dass der Präsident von Barcelona behauptet, er sei besser als Kylian Mbappé. Aber was ihn wirklich auszeichnet, ist seine unglaubliche Geschwindigkeit. Der Typ ist so schnell, dass andere Spieler aussehen, als würden sie in Zeitlupe laufen. Seiner Geschwindigkeit konnte er den Verletzungen, die seine Karriere bedrohen, nicht entkommen. Und apropos Karrieren, dieser nächste Typ war so schnell, er beendete die Karriere einer Legende. Mudrik wurde der begehrteste Flügelspieler der Welt, als er sich in der UEFA Champions League einen Namen machte. Sieh dir nur an, wie er immer wieder durch die Madrider Verteidigung bricht. Aber bei seinem Debüt für Chelsea setzte er noch einen drauf. Ich meine schneller. Wow! Schau dir das an, der Typ tanzt um die Liverpooler Verteidigung, als gäbe es sie nicht. Es ist diese Geschwindigkeit, die Milner dazu brachte, seine Liverpool-Karriere zu beenden. Aber jetzt kommt ein noch schnellerer Typ, der nicht genug vom Fußball bekommen kann.
Keine Liste der schnellsten Fußballer der Welt wäre vollständig ohne diesen Mann. Scorpio. Seit seinem Durchbruch im Jahr 2003 hat sich Cristiano Ronaldo einen Ruf als schneller, sehr schneller und gnadenloser Fußballer erarbeitet. Aber man würde erwarten, dass er nach über 800 Toren, 260 Vorlagen und 5 Ballon d'Or wahrscheinlich irgendwo am Strand entspannen sollte. Aber der Typ sagte nein. Ihr könnt nicht den ganzen Spaß ohne mich haben. In einem Spiel gegen Newcastle 2021 lief Ronaldo mit einer verrückten Höchstgeschwindigkeit von 32,5 km/h. Im Alter von 36 Jahren. Oh mein Gott, 36! No, read the script. Sure. He's got 40 yards, he finds Ronaldo. Ronaldo! Bei diesem Tempo bricht der Mann alle Gesetze der Physik. Aber versteht mich nicht falsch, alle Spieler bis zu diesem Punkt sind unglaublich schnell. Aber selbst einer der größten Fußballer aller Zeiten konnte nicht in unsere Top 6 eindringen. Hier schalten wir die Nachbrenner ein, denn dieser nächste Typ sprintet, als würde er vor dem Tod selbst davonlaufen. Alle Spieler auf dieser Liste bisher waren Angreifer, weil jeder die Jungs vergisst, die sie verfolgen. Wir alle kennen Antonio Rüdiger für seine harten Tackles, sein hitziges Temperament und seine albernen Eskapaden. Aber was die meisten von uns nicht wissen, ist, dass dieser Typ wahnsinnig schnell ist. Beim Verfolgen von Angreifern kann dieser Typ Spitzengeschwindigkeiten von 36,7 km/h erreichen. Und mit diesen galoppierenden Läufen hat er definitiv ein paar zusätzliche Pferdestärken in den Beinen. Aber selbst ein Typ wie Rüdiger ist nichts im Vergleich zu diesem nächsten Kerl, der so schnell ist, dass er den Spitznamen Roadrunner bekam. Der FC Bayern Roadrunner. Wenn du ein Fan von Looney Tunes bist, dann erinnerst du dich wahrscheinlich an die Roadrunner Show. Aber wusstest du, dass es tatsächlich einen Vogel namens Roadrunner gibt? Ja, ein Vogel und das Ding ist wahnsinnig schnell. Diese Vögel können Spitzengeschwindigkeiten von 40 km/h erreichen. Und Alfonso Davies kann ihnen Konkurrenz machen. Schau dir das an. Der Mann gab Erling Haaland einen Vorsprung von 50 Metern und holte ihn trotzdem ein, bevor er schießen konnte. Simply wow. Und apropos Vorsprung, dieser nächste Typ ließ Verteidiger aussehen, als würden sie rückwärts laufen. Vielleicht die genaueste Beschreibung eines Spielers mit Tempo und Kraft. Gareth Bale wird als einer der schnellsten Spieler aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Er zerstörte Makin im Champions League-Duell gegen Inter Mailand völlig. Aber seine ikonischste Geschwindigkeitsshow war... Bale looking to use his weight. Well, he was taken out of it by Bartra. Or tried to, but the referee's played a good advantage. Bale using that pace. Can he finish? Als er das hier gegen Mark Bartra machte. Er ließ ihn Schatten jagen. Aber selbst ein Spieler wie Bale konnte nicht in unsere Top 3 eindringen. Schnallt euch an, haltet euch fest, denn wir gehen in den Hypermodus.
Ladies and gentlemen, fasten your seatbelts. Ich muss einfach sagen, ich bin nur dankbar. Sehr, sehr dankbar. Jetzt macht er sein Tor. Und ich will er selber machen. Und er macht ihn. Robin! Ein unfassbares Tor. Robin! 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 Angefangen mit dieser verrückten Beschleunigung und Geschwindigkeit. Wenn du zwischen 2010 und 2017 aktiv Fußball geschaut hast, erinnerst du dich an Arjen Robben als einen der besten Fußballer der Welt. Er terrorisierte Abwehrreihen mit seiner Geschwindigkeit, seinen Dribblings und präzisen Schüssen und war bekannt für die berühmte Partnerschaft mit Franck Ribéry, bekannt als Robbery. Aber vielleicht war sein berühmtester Coup, als er das hier bei der Weltmeisterschaft 2014 machte. Mein Gott, wie hat er das gemacht? Der Mann hat einfach den Nitro-Schub aktiviert, um einen Ball zu holen, den er nie erreichen sollte. Dieses Tor war so episch, dass es den spanischen Trainer dazu brachte, seine Lebensentscheidungen zu überdenken. Aber selbst ein Speedmönch wie dieser ist nichts im Vergleich zu unserem nächsten Spieler. Der Verteidiger nur eine Wahl lässt. Foul ihn oder sieh zu, wie er in die Ferne läuft. Seit Mohamed Salah bei Liverpool unterschrieben hat, wurde er zum wichtigsten Spieler im Team. Und nachdem er der beste Premier League-Torschütze des Clubs aller Zeiten wurde, wird er als einer der größten Premier League-Spieler dieser Generation in die Geschichte eingehen. Aber der Schlüssel zu seinem Erfolg sind nicht nur seine Fähigkeiten und sein Dribbling, sondern sein erschreckendes Tempo. Mit der Fähigkeit, Geschwindigkeiten von 37 km/h zu erreichen, gibt es keine Möglichkeit, dass ein Verteidiger ihn aufhält. Denn du bist Sergio Ramos. Aber selbst Salah reichte nur für Platz 2. Und jetzt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Nicht nur der schnellste Spieler im Fußball, sondern ein Typ, von dem viele behaupten, er könnte Usain Bolt in einem Rennen schlagen. Während eines Spiels gegen AS Monaco im Jahr 2019 behaupteten einige Leute, Kylian Mbappe sei schneller gelaufen als Usain Bolt. Eine unglaubliche Geschwindigkeit von 38 Kilometern, was schneller ist als Bolts Durchschnittsgeschwindigkeit bei seinem 100-Meter-Weltrekord im Jahr 2009. Das klingt verrückt, aber oh mein Gott! Wenn du Mbappe rennen siehst, fällt es dir schwer daran zu zweifeln. Schau dir seine langen Schritte an und die sofortige Beschleunigung aus dem Stand. Dieser Typ frisst den Raum auf und wird nie satt. Ein Rennen zwischen Mbappe und Bolt. Das würde das Internet buchstäblich sprengen. Aber trotzdem, all diese Jungs mögen schnell gewesen sein. Aber nicht auf dem Niveau dieses Schiedsrichters, der in 2 Minuten rekordverdächtige 8 rote Karten verteilte. Und du fragst dich nicht warum? Klicke einfach auf das nächste Video und sieh es dir selbst an.